Hier, das wird heute gekostet. Herzlich willkommen bei den Pastoreros. Alter, leck mich am Arsch. Echt, bist du... Oh. Wir müssen alle tun für mehr Abonnenten und mehr und das alle. Das ist nicht euer dein Ernst, oder? Wieso denn? Alter. Was ist denn? Wir testen heute die Insektenmischung. Also ich bin nicht amused, Junge. Walter Surprise hat wieder ihn rausgehauen hier. Gibt's übrigens bei Amazon, Link ist in der Beschreibung, ist ja klar. Wir haben noch extra Bier da zum Nachspülen, ja. Damit Rico hier nicht gleich... Ich will das Zeug gar nicht sehen, ey. Das ist Direktverzehr, das kann man so schon essen, da braucht man nichts mehr machen. Das ist so eine haltbar tatsächlich, ja. Riecht schon ein bisschen holzig. Ich riech nichts. Ich hab ein bisschen Schnuppen. Ah, du bist ja froh, dass du Schnuppen hast. Ist das nicht. Wie, Alter? Ist das dein Ernst? Das sieht doch aus wie... Bei Instagram sind die auch. Snack-Insekts. Und hier wird ja auch nochmal erklärt, dass das total gesund ist, Insekten zu essen, anstatt Kühe. Was? Überlege gerade, ob ich zuerst kotze und dann esse, oder? Esse und dann kotze, oder? Das ist doch nicht. Ja, man, hier so. Ja, das ist das Einzigste, wusste das, also ganz ehrlich, ich würde das ja wirklich nur essen. Ich meine, gut, ich mache das für die... Ey, für unser Publikum, ja, sag mal. Unsere Member mache ich das mal vielleicht. Lass mal probieren jetzt hier. Als erstes steht da drauf, was das ist hier mit. Also das sind natürlich Mehlwürmer. Na ja, dann nehmt doch mal her hier. Boah, Mehlwürmer. Das erste Mal Mehlwürmer, ey. Das erste Video ist jetzt hier mit dem Mehlwürmer. Und beim nächsten Video testen wir dann natürlich mal was anderes, ne? Also, weiß ich nicht, was hier noch bei ist hier. Von snackinsects.com. Genau. Link hier unten in der Beschreibung, auch zu Amazon, da könnt ihr das auch bestellen. Also, ja, das einzig Positive ist eiweißreich, ne? Genau, sehr gesund, ja. Ich bin ja hier. Den langen, Alter. So sehen sie aus. Prost Mahlzeit. Mich haben wir davor gestrübt, ne? Oh, ein bisschen. Eigentlich jetzt. Also es schmeckt ein bisschen holzig, hat die Konsistenz von so ganz dünnen Chips. Wenn man jetzt nicht wüsste, also wenn es ein Dunkelrestaurant wäre, dann würde ich sagen, das ist echt gut. Gut. Würde ich jetzt nicht abends vorm Fernseher essen, knabbern. Das ist ja ganz gesund und so, aber ich muss das sieht halt extrem scheiße aus. Ja, guck dir doch mal das an. Das essen wir als Cheese. So, das waren jetzt die Mehlwürmer, ja, die kriegen von uns, weil sie so gesund sind, 1 von 5 Sternen. Ansonsten ist, Geschmack ist eigentlich okay, 2 von 5 Sternen. Ansonsten sieht das einfach nur kacke aus. Ich weiß jetzt ja nicht mehr, wie teuer das war, aber war nicht so teuer, das geht. Ein guter Snack für jede Party, war braucht man. Wenn Corona denn wieder vorbei ist hier, das ist der richtige Snack. Ein gesundes Snack. Ich bin mir sicher, die letzte Generation freut sich auch darüber. Das ist genau euer Ding. Mhm. So sieht's aus. Esst mehr Insekten. Genau, esst gefälligst mehr Insekten. Und checkt den Shop. Genau. Bis demnächst.